Gara Marius, ich lüge dir ab der Stunde, wir werden anfangen mit zu singen, A Su Nombre Gloria. Junto a la cruz murió Jesús, por mis pecados teme con fervor, qué maravilla que me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz pecador, ay esperar a Jesús salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Can you do that? So that's the last Sunday for the King and the Band, nicht so? The next Sunday say war an Sunday show. So what were we from the top down? Now we eat come to all on the fair. All the King come to the fair. Okay, that's it, Schmack. Kommt hier alle Schmack, dich bizarre. Ich habe nur da Kuh. Nee. Okay. Ich habe eine Frage für ihn. Wo viel von den Kängern läuft Jesus? Läuft Jesus? Okay. So, die Frage, was ich frage, ist, läuft Jesus alle Kängern oder bis Wasser? Alle. Für wie viele Kängern starf Jesus? Alle Kinder. Und für wie viele Kinder lebt Jesus? Nicht bloß für Wasser? Nein, für alle hat er sein Leben handgegeben, doch wie kann er am Raden kommen, doch wie kann sie nicht Kinder sein. Kennt ihr das, Leute, was ich von rede? Jesus läuft die kleinen Kinder auf der Welt, alle Kinder auf der Welt. Seid ihr heute mit mir mitzingen? Kennt ihr das? Okay, wenn ihr sagen, ihr das kann, dann will ich das auch hier. Okay? Alright. Jesus läuft der kleine King. Oh, lass ihn wort. Jesus läuft der kleine King auf der Welt. Ich glaube, ihr wollt mal stuhen, okay? Ich streike es eigentlich so, stuhen ab. Okay, nu, Jesus starf für alle Kinder. Ready? Jesus starf für alle Kinder. Kinder auf der Welt. Rote Kehlen wird den Schwert. Hoff bei Ola und sein Wort. Jesus starf für alle Kinder auf der Welt. Wo ihr hattet gerade falsch? Jesus lebt. Hier, der Stein ist wacher alt. Dort sie bei ihm drauf.
Hij is opgestaan, hij leeft. Oké, laten we zingen. Jezus leeft voor alle dingen. Alle dingen op de wereld. Grote dingen. Op hij alle en zijn woord. Jezus leeft de kleine dingen op de wereld. Oké, nu komt hier alles als dit doen. Dus want we wollen een programma verbrengen. Nu hebben we met je op. Nu wollen we de ouderen dat verzingen. Nu komt alle gewoon dicht bij hier. Dan check je aan weg. Ja, dan ben je nu daar komen. Komt hier dicht op. Plus nu meint het luid zijn. En wanneer je het niet voor een fan hier, dan worden we smart en fresh, oké? Okay? Zo, so, dit is dit. Jezus, wie wordt zeggen, einfach. Jezus läuft de kleine kinder, alle kinder op de wereld. Dan ja, dat rood en geel en wit en zwart, haf hij alle aan zijn hoort. Ready. Jezus läuft de kleine kinder, alle kinder op de wereld. Rood en geel en wit en zwart. Jesus life the clean it change up about Jesus starf Jesus starf the all it change all it change up about throughout the year half I all and Jesus life the clean it change up about Jesus lived Jesus lived Bitte Sport, half I all and in heart. Jesus lived for all the king of the world. Wie hätte ich gesagt, wir wollen mal ein Bier und frisch Eugen, nicht so? Dankeschön für das Fan-Mapping. Das hätte ich schon. Ich kenne die Trägu. Okay, nun werden wir noch mal alle ütgewassene Kinder auch top singen. So, ich lade dir dann abzustun. Wir werden singen ein Scheiner Marien. Das sind Scheiner Marien, wo wir nur Rittchen, wo wir einen Tag waren. Mit Jesus taub am Himmel sein. Sing that. Dein Mensch macht hier schaufeln mit all seine Macht. Gott zählt die Orbit in Haupt jeder Dach. Nur zielen die Leben, es fuhr dort an jetzt. Nun Himmel mit Jesus für dein Geibig. Schein am Morgen, dann vor wie hier war. Ganz bald am Himmel, so wusste ich, was sagt. Wach von der Welt mit den Trübel in Held. Im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort Geld. Krankheiten sind im Licht uns verfeucht. Wie glauben in Vollen dort erst uns so bleibt. Jesus fort bien, hei haupt ans Träg ab, von hier wird um Himmel, du nehmt hei ans ab. Ein Schein am Morgen, nach vor wie hier war, und spät um Himmel, so wusst ich treff sei. Wach von der Welt mit dem Pröbel in Held, denn Jesus im Himmel, du hab ich doch Geld. Uns Leben soll schienen aus Licht in der Welt. Vertrühen ob Jesus das Wort Gott gefällt. Und hält uns im Wandel, im Städt uns auch die. Heil merkt dort ne Wohnung für die und für mich. Ein Schein am Morgen, dann vor wie ihr wart. Und spät am Himmel, so lustig recht seid. Wach von der Welt mit dem Pröbel in Held, im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort Geld. Ein Schein am Morgen, dann vor wie ihr wart, und spät am Himmel, so oft ich recht sei. Wach von der Welt mit dem Pröbel in Held, im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort Geld. Während der nächste Leute, weil wir auch die Klagt haben, ich lade ihn an, was mit dem Hauptnagen, was wir beten. Himmlischer Vater, wir kommen heute, wir danken dir, dass wir auf diese Woche an Top kommen, die nun hochheben, die loben und die preisen. Dass wir als Schöcke eine Familie sind, wo wir uns um sich weniger starten und wo wir unsere Stamm abheben, können nur die, in die verherrlichen du dich. Dankeschön für die Gute, dass wir kennen.
En van deel, want wie voor een kwara jeven, moest u dat de goeven alle zenen, en dat brugen, tem dien direct bieden, en de westerlijk schijn dat het reich verwold wordt. Wie loen die aan ook weer met ons te zijn, in Jezus' naam. Amen. Komm du Quelle des Segens, stimm mein Herz zu deinem Preis. Ströme reichen Liebesregens, wollen Dank wie dein Geheiß. Wer mich dir ein Loblied bringen, wie mit Engel zogen rein. Lob der Liebe will ich singen, meine Zuflucht sollst du sein. O, kennt ich es nur ermessen, wie groß täglich meine Schuld, wie so oft ich Pflicht vergessen, wie du trotzdem hast Geduld. Dein Verlassen kennt ich nimmer dich, du gnadenreicher Hort. Dir gehört mein Herz für immer, wo ich bin an jedem Ort. Komm du Quelle jedes Segens, stimmt mein Herz zu deinem Preis. Ströme mich dir ein Loblied bringen, wie mit Engel zu mir ein. Lob der Liebe will ich singen, meine Zuflucht sollst du sein. O, kennt ich es nur ermessen, wie groß täglich meine Schuld, wie so oft ich Pflicht vergessen, wie du trotzdem hast Geduld. Nein, verlassen kennt ich nimmer dich, du gnadenreicher Hort. Dir gehört mein Herz für ich bin an jedem Ort. Can you do that? Jesus said that if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy, I should come to Him. Jesus said if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength, I should come to Him. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be
my shield, I should come to him. For the Lord is good and faithful, he will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, he will come to me. And he showed me on that cross, he will come to me. For the Lord is good and faithful, he will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful, he will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Wir freuen uns, dass Norman Leuven hier ist mit uns. Und wir haben die Sehne, Norman, ich lade dich an abzukommen. Wir freuen uns für die Botschaft, was Gott hier am Hort gegeben hat. Guten Morgen, alle. Es ist meine Freude, hier mit Ihnen zu sein. Ich freue mich auch. Und ich schaue, wie ich da noch. Ich dachte einmal, das wird nicht schaffen. Und das habe ich aber doch geschafft. So, ich freue mich, mit Ihnen zu sein. Ich möchte auf den Bulletin, ja, Potluck. Die wollen alle Tupmarach essen, wie dann das bei uns die Tür allgemein einmal im Monat. Das war eigentlich der letzte Sonntag, aber diesen Monat hätten wir das Ferien-Sonntag, wenn wir heute Taufasten abnehmen. Und wir haben eine große Gruppe Menschen taub. Wir haben sehr gesehen, das Sonntag. Aber das ist immer eine gute Zeit, Gemeinschaftssonntag zu haben. Na ja, wenn er will, das wir reden, von was redet einer dann, jährt einem so. Aber meine Frau ist von der gleichste dein Leben, was du lebst. Jetzt ihr das schein. Und der Timer ist, sich in Gott ermutigen. Und selbst einfach in Gott ermutigen. Ich wollte ein Kartet einlesen von 1. Samuel 30, Vers 8. 1. Samuel 30, Vers 8. Zum das Fan verstehen, dann wird Fan sagen, die Tüße würden noch von 1. Samuel 28 wiederlesen. Ganz derich dartig. Dann kriege ich bitte den Taubhang. Ich will was denn hier rüberbringen, was dazwischen sind. Aber wir haben nicht Zeit, um das alle hier lesen. Aber ich will diese Farge lesen. David und seine Männer schreien und hielten, weil sie nicht mehr Kraft hatten, zum Heilen hatten. David, seine zwei Frühs, wären auch wach geführt. Bad, Ahinaam von Jezreel und Abigail, der Nabal von Karmel, seine Frühe, warst wir. Das wäre eine schlimme Lehre für David. Seine Männer reden von einem Steinchen, weil sie so geschlagen werden, dass ihre Familien wach werden. Doch David von Kraft in dem Herrn seinen Gott. Und besonders das Wort. Doch David von Kraft in dem Herrn seinen Gott. Dann sage ich in Vers 7, und David sagte Abjatar, den Priester, der am Ahimelech ihn sehen wir, bring den Ephod. Und Abjatar brachte David den Ephod. Und David fragte dem Herrn, soll ich diese Räber hineinrundgehen und wo ich die anholen? Und die Antwort kam, go und hineinrund. Du wirst die unbedingt anholen und wirst ganz sicher die Gefangenen raten. Dort sind kurz eins von den Geschichten, wie wir Lothar und Klimbettal nach den Details gehen von dort. Aber meine Frau ist bloß noch wahr, lässt du das Leben, was du lebst. Erst dass sie das Gott geht. Wenn Gott die sehen hat, wenn die erreicht gehen, das geht schon, nicht? Die Frau ist Gleichheit dort. Und nicht leicht, dort. Jeder einer von uns leicht ans Leben, wenn er zu jetzt ist, wie uns wünschen, ging, nicht? Aber das sind Tide, dann ist das Leben wirklich challenging, das ist wirklich herausfordernd. Wir müssen einfach uns anstrengen, um das Leben zu leben, nicht?
wenn es bloß schwere Arbeit ist und so weiter, dann hilft jeder dann mal wie die Freude Segen vom Leben. Da fällt sich mal um so die erste Geschichte, wie man die Segen da noch. Das hilft viele Menschen, die leben in Depression. Und wenn ich sage, die leben in Depression, dann meine ich nicht, dass die einen Tag von der Welt ihre Aufenthalt und Bett bedreht sind. Dann meine ich, die leben unter Druck. Alle Zeit. Und das soll uns besorgt merken. Viele Menschen haben eine schwere Zeit, das Leben wirklich zu united, wirklich sich zu freuen zum Leben. Und das schudert sie aus. Wie sollen so eine Menschen, die so bedreht sind, nicht rechten? Wie sollen die Maut merken? Wie sollen die an Erde sieht sein und den Weg der Rüte wiesen? Das gibt Menschen, die sind so durchgedreht, dass sie nicht mehr Hoffnung haben erleben. Sie verlieren ihre Hoffnung. Und wenn wir nicht mal in Depression leben, wenn wir nicht mal in so einer Zeit sind, wo es schwer wird, dann gehen wir danach durch die Zeit durch, wo uns das schwer wird. Wir straucheln einst mal unsere Freiheit abreicht zu holen. Einst mal, dann ist das nicht ganz so einfach. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott sein Wort uns in alle Umstände Ansicht gibt und hilft beiden dort, unseren Kampf abreicht zu holen. Wir haben es dir leider gesungen. Wir können Jesus gehen, wo alle Kraft ist. Er bietet uns die Kraft an, wenn wir noch ankommen. Gott will, dass eigentlich das Leben, was er uns gegeben hat, geniten soll. Nicht durchschlafen, nicht so denken, das geht meist nicht, das geht bloß alle Damen. Ich weiß, das geht nicht der, aber er wird ganz ans Leben, das soll scheinen gehen. Wir brücken das nicht tollote, dass diese Herausforderungen vom Leben uns ganz überwältigen sollen. Das soll nicht neidisch sein. Gott, der will uns helfen. Gott will, dass wir am Vertrauen tun. Er will, dass wir mit Begeisterung für am Leben tun. Und ich sage dir dann, die Singen, die Kinder wieder begeistert mit Singen. Und dass das Leben jetzt scheint, nicht? Dass jetzt so scheint, wenn wir das Leben united können. Ich meine nicht, dass wir nicht über Trouble haben ans Leben. Das ist nicht, wo ich von reden darf. Jesus nachfolgen, das ist Trouble. Das sind Troubles in uns Leben. Aber Gott, der uns anbietet, hat uns helfen, wir können mutig bleiben, wenn wir in Troubles sind. Das gibt viele Verse in der Bibel, die uns durch anweisen, dass Gott sein Plan für uns Menschen ist, dass der Friede ist in uns Leben. Paulus sagt in Timotheus, ist das, sei die Rechen dieser Welt, dass sie nicht sollen stolz sein und ihre Hoffnung auf der Aussicht der Geld sagen, aber ob Gott, der uns rechtlich alles schenkt, um dort mit Freude zu uniten, mit Freude zu brücken. So, wir brücken uns gar schuldig feilen, wenn wir Gott seine Sehnung uniten. Und wenn es mal wirklich gut geht, wir brücken uns nicht schuldig feilen. Gott gibt uns diese Sehnung, Gott will, dass wir uns in diese Sehnung alle gut feilen. Jesus sagt sogar in Johannes 10, Vers 10, das letzte Part vom Kapitel, sagt er, ich sehe kommen, das Leben zu bringen und dass die dort voll ab haben sollen. Heute sage ich nicht, dass wir nicht mehr Troubles haben, aber wir sollen das Leben united, uns soll das gut gehen auf dieser Welt, uns Leben soll eine Freude haben. Nicht eine Freude an den ja, aber eine Freude mit Gott, ja? Wenn wir Gott seine Freude in Fälle erfahren wollen in unserem Leben, dann muss wir wahrlich sein, den ja, was unser Leben schwer machen, loszulassen. Rüte schmieden. Petrus redet von ab dem Haaren abschmieden. Das ist Zwiebel, das ist Angst, so Sorge, so Schuldgefühl und so weiter. Gott will nicht, dass wir mit dir umdrehen, mit den Dingen. Die haben wir nicht geplant für uns. Er sagt, bringt mir die, ich will für ihn sorgen. Er sagt, ich will ihn Leben geben. Aber wo darf ich das uns in Gott ermutigen? Wir wollen von der Beste, von den grundlegenden Prinzipien reden, wo das Leben zu leben, dass wir mutig sind. Wo das Leben zu leben, dass wir das Gleiche zu leben, dass uns das schön geht. Und das fängt damit an, wo wir mit den Rüchen, mit den schweren Dingen hantieren, die uns begegnen im Leben. Was tust du, wenn du diese Dinge kommen in dein Leben? Wo begegnest du dich? Wo bleibst du mutig? Wenn Dinge anders gehen, als du geplant hast. Bei uns starr, Friedrich und Mann. Und woran? Hey, wir gehen euch. In so einer Zeit, dass er lüht, dass er wird sterben. Haben wir noch eine Arbeit?
Heute alle Tag, meist heute alle Tag Menschen treffen merken, und oft hat er den Truck fahren, und wie die Zeug, die jeder Sonntag kaufen merken, und morgens, unsere Zeug kaufen, die uns morgens nicht kaufen, wenn du nicht sind für das Tjern, bloß zum Andenken, dass die Person erst von der nicht durch. Die Familie, die haben der nicht einen Tag, wo sie viel Freude feilen. Aber ich sehe mir sicher, sie feilen Gott in jeden Wort. Aber wenn wir die Psalmen lesen dann von David, das ist interessant, das David hat erst gleich ans meist beste Beispiel in der Bibel, wenn er kämpft von sich in Gott ermutigt, wenn er kämpft dort, dort muss mutig werden. Wenn er einen Psalm anfängt zu schreiben, das hört sich so, dass alle üt, ein fertiger Psalm der ist, dann ist er all mutig, nicht? Viele Psalmen sind so. Und ich hier, die wollte hier durch Psalmen gehen von Gebet, und da wollte ich das machen. Er hat gelehrt, Licht in der Distre der zu sein. Wenn er durch Distre wird, er sagt, danach Licht. Wie waren ein paar Städte, Kirche, wo David das schwor werden in seinem Leben. Und besonders war, wenn nur eine allein hat, Kirche, ich habe ihn dort fair gelesen, wir wollten noch ein bisschen mehr davon reden. Doch hat David ein bittergeweinlicher Stress, was ihm aus der Ecke und den Tag. Dort wie eine Stadt, wo er ein Teil Probleme hat, und ab den Problemen kommen noch mehr Probleme ab, weil die andere überhaupt gelöst werden. Manchmal fällt sich dazu, wenn ein Problem gelöst ist, dann kommt das nächste, nicht? Und bei David wird das anders. Diese Zeit hier. Er hat ein Teil Probleme, und da kommen noch mehr ab. David rannt für sein Leben, und hat er lang. Wenn Saul will am Tod merken, Saul wird neidisch ab ihm. Saul wird der König von Israel in Samuel hat David auch zum König gesagt. David seine Zeit wird noch nicht durch. Aber das Saul, der wir so oft sehen, hier war David, er will ihm bloß einfach Tod merken. In Saul sein Denken will David am seinen Thron wegnehmen und dort will er nicht looten. Und wie weit Saul wir von Gott weggehen über dem, nicht? Saul fängt mit Gott an, aber er kam auf. Also hat er versucht, David dort zu merken, dass sein Thron wird beschützt bleiben. Und David wird wachgerannt mit seinem Mann an Taub, was am Hingeran wäre, was mit am Taub wäre. David wird nur die Philister erlernt. Die Philister wird ein Volk, was gegen die israelitische Volk wird, die Israel kämpft gegen die Philister. Aber dort hat David Schutz gefangen. Dort hat er einen Freund gefangen, dort wie er. Und sie schaffte mit den Philister Taub. Aber ein Tag will er die Philister Krieg für jen Israel. Und David und seine Soldaten kommen auch. 600 Männer hat er. Die wollen mit einem Taub da tun. Und dann wollte der Eberste von den Philister dort an. Das ist der David, der den Goliath dort gemerkt hat. Aber nein, das heißt, das wird nicht schaffen. David muss trägen. Furz. David hat, stellt sich ihr erst um die Hand kommen. Er hat seine Füße, seine Kenia, seine Mane er frisst in Kenyan, feiern alles trägelot und er darb. Ich will hier gar nicht kriegführen mit den Philister taub. Und sie werden drei Däu wach von Tüß. Und als sie trägen Hüß kommen, als die Philister an der Träge schickt, dann kommen die trägen Hüß in die Zieglage. Und dann wollen sie an, die Amalekiter, der hat er darb ganz geplündert. Der hat alles mitgenommen, was wertvoll wäre in der Darb, und die Hüße, alles hat sie durchgebrannt. Hier und da regnet es nach dem Bett, wie bloß nach Arschklampes. David und seine Männer, die kämen hungrig in die Hüse, sie werden meid. Sie werden nicht mal sehr mutig, wenn sie trägeschickt werden. Und sie kämen dort ab, wenn wir in die Hüse kommen, da sind unsere Frühs, unsere Kinder, die wollen mutig sein, wie frei uns zum Hüse kommen, wie wollen scheine Quesadillas essen, Käse, ja. Ich weiß nicht, was die hier hat. Aber die würden sich schein faul essen, würden schein schlopen, ütreiben, dann würden sie bei der Frau sein. Und was sagen sie? Arschklampes. Das wird ganz anders, als sich das vorgestellt hat. Alles wird ladig. Das sagt in David in seine Mana schreien und hielten, weil sie nicht mehr Kraft zum Heilen haben. So schlacht ihn dort. Er Kraft wie einfach wach. Sie können nicht mehr heilen. Und das wird ein sehr trüger Tag fand, ein sehr schlimmer Tag. Und das wird ein Tag, wo das schwor wird, das Leben zu leichen, was sie haben. Diese Männer, die roden, was sie nicht mehr können. Vielleicht hast du in deinem Leben da auch gehört, wo die Sonne nicht schienen dort. Vielleicht wird dein Hort weidet für jemanden, die hat weidet, oder die Umstände sind schlimm. Und du wünschst, du wirst das wohl.
Du wünschst, du wirst eine Kanada fahren. Du wünschst, sogar du wirst selbst werden. Die Heizmereiche anders. Hast du vielleicht mal gewünscht? Aber welche für David wird noch schlimmer als dort? Die Dinge scheinen allmählich. Und das scheint das Wort von schlimm, schlimmer. Das sage ich dem Saasdorfarsch, das wird eine schlimme Lehre für David. Und dann sage ich, seine Männer reden von einem Steinchen. Seine eine Soldaten, seine eine Wächter, die reden von einem Steinchen. Wills sei so schlauen werden, dass ihre Familie weich werden. Diese Männer checkt darum, Raum, was immer ihr bleiben wird. Sie sahen bloß die Ostklampes. Sie sahen keine Spur von ihrer Familie, von ihr haben Gott. Und das gibt ein großes Video. Ein großer Euer weicht in Hand ab. Ist das nicht einmal so, wenn wir uns hier, was soll er weidet, was soll er schlagen, dann kommt es darauf an, dass die Euer noch abstehen will. Und sie feilte sich, sie musste ihr Euer Luft geben, sie musste Wuhan kommen. Und sie zielte nur David. Weil die dort passiert immer wahrer. Wenn der Chef kommt, nur wem wird das gezielt, ist nur dem Lehrer, nicht? David wie er Lehrer. Das wäre eine von den schwierigsten Lehren, was sie sich vorstellen können. Und was David sich verstehen kann. Weit offen sind Tüß, wo er really Hahn hat, in Bethlehem, wo er Schubtje hat, von dort wie er weit auf, von dem Ersand, der keinig Wache schickt, nicht bloß Wache schickt, für Angst für sein Leben, Wache rannt. Er lebt es in Lohnstreit, ja bloß und jemand, was er rannt, für sich geschoben von seinen Feind, sogar da von den Philister rückgejagt. Und nun reden seine einen Menschen noch von ihm, Doutmerken, zum er euer mal Rühm geben. Die ganz meisten Menschen würden in seiner Lehre aus dort ganz überwältig sein, was, ganz confused geworden sein und ganz abgejäfft haben. Aber was sagt die Bibel? Wir lesen Pharisäer, der letzte Eing von dem Pharisäer sagt, doch David von Kraft und dem Herrn seinen Gott. David von Kraft und dem Herrn seinen Gott. Das sage ich nicht David von Kraft und seinen Schläger. In seine Memories, wo er den Goliath hat gemerkt, sonst sagt er nicht. Das sagt er von Kraft in dem Herrn seinen Gott. Und das ist eine von den vielen Ursachen, warum Gott, wie Gott leben soll. Das, warum wie Gott soll Gott sein, das, warum wie Gott soll sehr viel schätzen. Und das, warum wir sollen gleiche Gott sein Kinder sein. Und mit Jesus in Gemeinschaft zu leben, wenn Jesus seht, für ihn im Himmel, für mich alle Gewalt gegeben im Himmel und auf die Erde. Alle Macht hat er. Wenn du noch nicht Gott sein Kind bist, wenn du noch nicht Jesus hast angenommen, woran wirst du nicht? Das ist die beste Stehe, die beste Qual, wo Kraft zu kriegen wird. Ich habe das vielmal belebt in meinem Leben. Ich glaube, ich auch. Sogar die düsterste Dinge im Leben, dann hast du Hoffnung nicht. Du hast eine Qual von Ermutigung. Das ist eine Qual von Kraft. Wie brücke ich die Umstände verrichten? Brücke ganz gut, worry, wo wird es nochmal worden? Wenn wir an Gott leben, am Vertrauen, dann erst ab jeder Stelle war ich rüht. Die Bibel lehrt uns sehr klar, Gott hat für allem von uns und war ich rüht in unsere Troubles. David wird ermutigt, er wird gestärkt in dem Herrn. Und er nimmt seine Soldaten taub. Zum der Amalekiter hin herangehen. Und er will ihn bekämpfen. Sie kriegen, dass er alle trägt. Aber was wird die Schlüssel? Woran schafft er? Das sagt David von Kraft an dem Herrn seinen Gott. Das wird nicht mit ihm. Wenn sein Körper wie meid, er wird verlieren. Er hat viele Troubles, wo er mit dealen muss. Nichts anderes, dass Gott seine Kraft kann ihm hier helfen. Nichts anderes, dass Gott seine Kraft den hier Credit zu geben. Was darf David das? Aber was kann eigentlich du das tun, wie das auch zu tun? Wenn du in eine Situation kommst, in Umständen kommst, was sehr schwierig ist, was kostet das tun, dass du dein Gleichgewicht holen darfst, dass du dein Balance holen kannst, dass du stark bleibst, dass du courageous bleibst, wagemutig, dass du dem Feind wachjähren kannst, wenn du die Versäge kämpft. Wenn die Feinde dir sagen, alles ist gut, dass du am Kurs wachjähren und dass du sicher an dein Leben.
Hva ermodigste du en Gott, om en gevanner til sanne, nicht en verspeler? Wenn ich alles rahme, die einzige Mutsch recht, das waren die Wurst von Verlierer geworden. Du warst nicht. Gott gibt David die Kraft, hey, auf mich in die auch Kraft. Einmal sind nicht mal unsere Mitmenschen uns wahrlich ans Mutter zu sprechen. Nicht? Die sagen vielleicht nachher, wo am Deutsch da drückt. Oder beschuldigen uns vielleicht nach, wenn wir, dass wir in der Lehre sind, wo wir sind. Weil die letzte Zeit, wo wir nur Gott gehen. Und Gott will uns Kraft geben. Das ist nicht einmal leicht, positiv zu bleiben, wenn den ja schwer gehen. In vielen Momenten, wo du Fehler machst, aber dann trägt Gott sich danach nicht träg. Und vielleicht ist hier jemand von der, was man darf, ich kann mitfeilen. Vielleicht habe ich eine Baste Zeit im Leben, ich weiß das nicht. Aber Gott will mit dir sein, kriegt so gut, dass er mit David wird. Nicht bloß in deine Trühe der, aber auch in deine Gäude der, und er will, dass du was sicher in deinem Leben. Und wir wollen ein paar praktische Anweisungen nur checken, was uns helfen kann. Und Nummer eins ist, Stahl Anbetung, Worship. Gott anbeten, fair, dass die Krieg führen das. Wir denken von der nicht jeden Menschen Krieg führen, aber die Bibel sagt uns sehr klar, das sind weise Gäste in der Luft gehen, was wir kaum vermuten, nicht? Und wir brücken gewährt, und dort dann lehrt die Häuser uns. Aber David ist bekannt als ein Macher Krieger. Besonders denkt, wird erst an Goliath, nicht? Vielleicht wird es in erste steht, wo er ein großer Sieg errungen, nicht? Wo die Menschen sagen, Saul hat diesen geschlagen und David hat diesen geschlagen. Mit einem Schläger, ein kleiner Stein, ein kleiner Madelier Stein, taub gelesen, als er dem entgegenrannt. Und er traf den Fuß in der Schaft mit einem Schläger, mit der Erfahrung, die er geboren Leifs angebracht. Möglich, dass ein Goliath taut. Aber weißt du, er war das alles wie auch, mit Gott seine Kraft. Aber das wie ein erstaunlicher Sieg. Die Soldaten und die israelitische Seite und die philisterische Seite, die stünden da mit den Mila abhängen und wüssten nicht, von was passiert wird. Die können nicht glauben, was hier verging. Dort ein kleiner, junger, schmacker, Herzjung wird ein großer Riese durchschlagen. Dort wird nicht begriffen. Dort darf ich mit einem Schläger, einem kleinen Stein, einem großen Riesen wird bedieseln, dass er wieder bei ihr Hand fallen. Und David rannt und nimmt den Riesen sein Schwert und bringt ihm da an. Dort wird die Bibel tät. Von der da wie diese Dinge im Gästel gehen. Die Israeliten, die schreien für Freude. Sie können nicht einen besseren Tag haben. Die Philister rannt durch Angst und können nicht glauben, was passiert wird. Und nur das war die Leute gedacht von David. Und wo groß er wird und wo viel er geschlagen hat und so weiter und so weiter. Und wie viel noch nicht, dass David dort im Kopf entsteht und dass er anfängt, sich groß zu tun und dass er sieht, nur heute im Saal das Königreich wahrnehmen. Viel mehr, immer wahrer, sagt David, den Gesalbten Gottes können er nicht die Hand anleihen. Er hat das ganze Respekt, das Saal von Gott gesalbt als König wird. Aber David, er war all das. Er war sein Schläger, er war das Goliath, er war die schönen Leute, die zuvor ihm gesungen haben. Wie David ein Anbeter. David war nicht da. Er war seine Menschen, er war der Amalekita, und rannte plötzlich in Jeron. Er klebte wie ein Euer an Armen, gewisse Mutter. Aber er jährt erst nur Gott. Er will seine Familie raten, er will seine Dinge trägen, er will seine Menschen halten. Aber er hält still und spannt tief mit Gott. Dort ist das Wichtigste für uns und uns Leben. Wenn das schwere Dinge abkommen, dann fallen wir auch manchmal nur schlagen und ran und beschuldigen und pflegen, was immer da abkommt, nicht? David tät nicht. Und wir sollen auch nicht. Tief mit Gott spenden, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was wir tun müssen, wenn wir sehen, dass das schwere Dinge für uns sind. Dort wo wir wieder rückkommen. Das darf mehrere Ursachen sein, wie wir Zeit mit Gott spenden. Nummer eins ist, wenn Gott hat mich in dir gemerkt. Wir sind nicht uns selbst, wir sind von Gott gemerkt. Er hat uns erschaffen für eine besondere Ursache, das ist zum Arm verherrlichen, zum Arm anbeten, zum Arm die Ehe geben, das ist allein Gottes. Am Traf der Anbetung. Er ist würdig, dass wir am unsere Zeit, am unsere Aufmerksamkeit geben dürfen.
Weet je, die zware dingen waar we doorheen dat is niet het center van waar we van ons leven. Veel merk wie dingen, onze zware dingen, dat center van ons leven. Dat zal niet zo zijn. We zullen God dat center van ons leven merken. God is dat center van ons leven. Wie worden manchmal kämpfen, aan onze plaats in ons leven te houden? Ja. Maar ver wie kämpfen, dan moet wie tijd spenden met God. Weet je, een soldaat wat hem krijgt en geeft, die heeft niet schmack zijn gereedschap eruit gemerkt, in zijn ervaring, in zijn, wat hij dat geleerd heeft, dat niet schmack houden heeft, die wordt niet zich aan krijgt, die wordt verspelen. Want een grote rijfel met zijn schaas, dat wordt niet scheiden. Dat weet wie. Wie immer wordt van rijfels chant. Wenn ein 22 Mann nimmt, dann hat er 30 Schossen mit, das wird nicht tun, das hält am Reichen nicht. Mein die hält das nicht, in den gestrigen Krechten angehen, wenn wir nicht reingemerkt sind dafür. Wie brücke Gott anzubeten. Wenn wir uns wollen, und Gott ermöglichen, dann waren wir am Anbeten. Und zweitens, Gott tut nur Rechtung frei, nur seine Leitung frei. Nur dem, dass David von Gott die Kraft gekriegt hat, die Mut gekriegt hat, und war er seinen Kopf abhauf, in Verweis kriegt, dann sagt er in Vers 7, und David sagt, Abjater, dem Priester, der am Ahimelech sind, sehen wir, bring den Ephod. Und Abjater brach David den Ephod. Und David frucht dem Herrn, soll ich diese Rebe herangehen? Und wo ich die anholen? Und die Antwort schaim, gute herangehen. Du wirst die unbedingt anholen, und du wirst ganz sicher die Gefangenen raten. Na, was ist ein Ephod? Na, das ist ein Rock, was die Priester brückte. Die Priester brückte diesen Rock als ein Symbol, dass Gott in Erjein wird. Dass Gott dort mitend wird. Das wird ein Symbol dafür. David ging symbolisch und Gott seine Jein wird nehmen. David hat Respekt, dass die Reile ist, dass dort wird. Und er möchte klar, ich komme in Gott seine Jein wird und ich frage Gott, was soll ich tun? Alles an David leeft schreeg, bloos raam die Amalekieten hing eraan. Nam die dat alle voet, nam dat alle treeg. Maar David hield stel, hij zegt, God, wat wist u dat ik doe? David vraagt God. Hij vraagt nu God een rood. David wist zijn rood wordt niet schaffen van God, want dat niet God zijn rood weer. David wil eruit zijn voor den krijg. Hij wil hem vertrouwen gaan. Wenn man mit seinem eigenen Gott denkt, dann hat er bloß auf sich selbst vertrauen. Er will auf was gerade ein Vertrauen haben, auf sich selbst. Erst kriege ich Kraft, indem er Gott anbeten hat, und nun möge ich Pläne, wo er Gott sein Rot annimmt. Wenn wir anfangen mit Gott anbeten, das ist fein. Aber wir müssen nicht vergessen, Gott seine Verschriften zu folgen. Und die Bibel ist voll von Gott seine Verschriften. Wenn wir wollen ein Mautje leven haben, was wir united haben, dann brücken wir das. Manchmal dürfen wir bloß das Port von anbeten. Wir sagen Gott, wo Gott her ist und wo Fan her ist. Und wir gehen an sie eine Weg. Das ist wichtig, dass wir Gott nur sein Rot freuen. Das ist wichtig, dass wir in der Bibel nachkicken. Das ist wichtig, dass wir Gott freuen, dass uns die Dinge wiesen wird, was er will, dass wir seine sollen. Wir müssen weiter, was Gott sein Willen ist. Unsere menschliche Natur, die redet vielleicht anders als Gott sein wird. Andere Menschen, ihre Ideen sind manchmal anders als Gott sein. Die Hauptsache ist, was sagt Gott? Wenn andere Menschen mir Rot geben, stimmt das mit Gott sein wird. So war in der Bibel in Kirche, wenn wir in Stress sind, in Trouble haben und so weiter. David, ich glaube, das ist David, vor Psalm 119, Schrift, Vers 143, Trouble und Verlegenheit sind immer mir gekommen. Aber deine Gebote sind meine Freude. Trouble und Verlegenheiten, sagt der Psalmist, die sind immer am Ewe gekommen. Das fällt sich so als Teuedeich gemacht. Dann sagt er, aber deine Gebote sind meine Freude. Warum? Wenn er hat gelehrt, Gott seine Gebote geschaffen. Unsere Freude, unsere Kraft, die wird uns fertig in eine rechte Richtung bringen. Das wird uns vierten halben, auch rechte Entscheidungen zu merken. Wie brücke Gott sein Wort, Gott sein Gebote? Wie möchte Gott freuen und sein Wort lesen? Und dass er uns wiesen kann, am Utefängen. Was wir sollen tun und wann er wieder sollen tun. Das wird David hier tun und das schafft. Weil ihr bloß zwei Kapitel fertig, das, wo ich erst sehe, ihr sollt
1. Samuel 28 auch lesen, da wir auch ein Mann, was Entscheidungen merken dort. Die mögen die Entscheidungen anders als David dort. Da wir König Saul, wie hier all von Gott weichgekommen, Samuel will gestorben, König Saul, die will Krieg führen mit den Philister, und er will von Gott eine Antwort haben. Und Gott redet nicht mehr zu ihm. Und Samuel will nicht dort, um durch Samuel freu. Weißt du, was Saul tut? Er ging nun Wahrsager. Nun Wahrsagerin. Das ist eine Frau, die er verjagt, dass sie mit den Menschen reden kann. Wir lesen 1. Samuel 28, Vers 7. Und Saul sagte zu ihnen deiner: Seht mir eine Frau, die mit den Toten reden kann. Ich will auch was freuen. Und die deiner sehen, du hast so ein Ander in der Darb. Saul hat alle Wahrsager verboten, in sein Land was zu tun. Er hat die Rüte geschickt. Er hat das Land gereinigt. Du wirst keine Wahrsager, du sollst keine Sahne. Aber du schließlich wieder doch noch wer. Saul trägt sich all das, Farmerkleider an, stahlig mir so fair, dass es bloß ein anderer irgendwer ist und jeder Hahn. Das sei er trürig. Soll, dass er dort geht. Dass er so wie draufgekommen wird, dass er in den Wahrsager ging. David ging nicht in den Wahrsager. Saul geht. Saul wird weit auf von Gott. Und Samuel wird dort. In seiner Verzweiflung geht er dann nur die Richtung, was er für Gott besetzt. Und, wir wollen das nicht alle von der Affäre bringen, was er will. Lest das wahrlich nur, dass alle 1. Samuel 28, das ist nicht ein langes Kapitel, das ich lese, was da passiert. Aber das wird nicht, dass Gott das haben will. Viele Menschen von denen, die gehen auch irgendwo hin und wollen nach was von ihrer Zukunft weiter. Weil die Zukunft, die ist dies da für mich und die. Aber wenn wir an Gott glauben und vertrauen, wie Gott ist die Zukunft da. Und wenn wir an die anderen vertrauen, dann weiß wir dort, er wird uns mit der Zukunft Leute vor sich werden. Das wird schaffen. Weil wir nicht nur so eine Menschen gehen, die er vergeben, und die Zukunft kennen zu sein. Im Neuen Testament wird auch so ein Mann, der er tut. Und Paulus sagt ihm, sei er kalt, in Apostelgeschichte 13, Vers 10. Du abdrängender Gossen schrie, du Sotunskind, ein Feind und alles Gaude, wirst du all niemals abhören, den Herrn sein Glecken weich zu verdrehen? Das, was Paulus sagt, des Mann, der am jeden Tag in Jaron ging. In no blurren day, dat wie in Elimas. Paulus said, du warst für eine Zeit lang blind worden. Und der Mann wird blind. Und die hier atmet an der Trüble. Und als der Gouverneur dort sagt, der Governor von dort, der wird gläubig an Gott. So tun sie in Zweig, wenn er uns Rot geben wird, dass immer, dass man uns von Gott weichhöle und weich bringe. Das ist wichtig, dass wir nicht für so ein rotes dort faulen dürfen. Das ist wichtig, dass wir nicht nur so ein stetes dort gehen dürfen. Wenn wir wollen, gleiches Leben haben. So, ich habe ein paar Sorten von Rot, besonders zwei. Eines ist ein göttlicher Rot, das andere ist ein gottloser Rot. Und der Psalmist sagt im Psalm 1, Vers 1, sei ja klar, gesehnt ist dein, der die gottlose Ehrenrot nicht annimmt. So, wenn wir wollen mutig bleiben, wenn wir wollen Leben haben, was wir gleiche zu leben, dann ist es wichtig, dass wir bei Gott eine Rot freuen dürfen und durch Segen dürfen. Und dort meint die Bibel lesen und beten, ja? Die Rot von Sotun, die Rot von der schlechte Macht, die wird uns bloß in Meier Trübel bringen, die wird uns gleich in Ander bringen. Die wird uns den Weich verbehen, die wird uns den Weich nicht gleich merken, so ist Paulus zu Janem sehr. So, wann wir wollen, ein Mutchen Leben haben, mit für Gott eine Rot in Leitung freuen. Und noch ein Ding ist, andere reich behandeln. Das ist auch wichtig, dass wir ein gleiches Leben haben. Wenn wir das tun, dann dürfen wir uns selbst an Gott ermutigen. Vielmal, wenn uns Leben miserablich ist, ich weiß nicht, ein anderes Wort, oder wenn das schwer geht und alles scheint zu werden zu gehen, uns hier nicht gut, wie viele vergrünsten, weil so uns wird auch recht behandelt und so weiter, dann sind wir geneigt, dort zu tun, was David seine Soldaten deuten. Wir sind geneigt, jemand selbst ihm die Schuld zu geben dafür.
En wie feile nicht Gott und wie wollen nicht, dass die anderen sich alle Gott feile? Wie wollen hat die auch was feilen davon, nicht? Wie lege euch in der Stadt, dass wir Zeit spenden mit Gott und anfragen, was wir tun sollen? Dann dürfen wir ab eins da mit denen. Wie fangen an, andere zu verlassen, wenn wir selbst verlassen sind? Auf Englisch sagen wir, hurt people, hurt people. Weil ihr tun Menschen, tun andere Menschen weh. Und wenn die Krise immer ist, wenn dann so weit erwacht ist, und wie dann trägt, hätte ich dann noch selber, ach, der Mann, nö, hab ich bloß meine Trouble gemerkt. Ich wie im Trouble, hab ich die anderen noch Trouble gemerkt, hab ich dich noch eigentlich gemerkt, nun hab ich noch meine Dinge zu fixen, dass ich ihr schaut. Das ist wichtig, dass wir das nicht tun. Das ist wichtig, dass wir unsere Weide auch nicht auf andere Menschen bringen. Wir haben bloß noch ein Problem mehr, ja? Das ist David seine Soldaten, das denke ich. Sie wollen ihre Weide auch nicht noch auf David abtun. Da würde ein Lothar bloß sehr schlecht gegangen haben, wenn sie das heute tun. So, das ist wichtig, dass wir uns beherrschen, besonders in der Zeit, wenn wir in Trouble sind. Dass wir nicht die anderen auch weide tun. Wenn dann dort als Port von dort ans Leben nicht mehr so scheint geht. David wird jetzt sehr klar, als er die Amalekiter herangeht, wo die Familie es heute mitgenommen hat, er muss zusammen den erkennen. Er wird am Weichen herangehen mit seinen 600 Mann, aber dann wird es noch gleich weit, dann wird 200 von denen wieder ganz weit. Und er hat das Respekt, er sagt, ich kann ihn hier ausreifen. Er kann seine, ich kann ihn nicht wieder. Er reift ihn hier aus, passt ihn an seine Sache ab. Er sagt nicht, ich muss mitgehen. Er hat Leute enträgt geblieben, er hat ein Wettchen gehört. Und sie passen die Sache ab. Und als er steht früh, und alles hat Träge gebracht, und sie waren bei diesen 200 Männer wieder, dann seht ihr die Feier 100, die kriegen nicht. Die gehen nicht mit, und die kriegen nicht. Oh nee, sagt David, sonst dort haben wir nicht. Deshalb haben wir noch unsere Sache abgepasst, die wird zu meid, wie wir uns das ganz kriegt, über rein Anteile. Jeder eine kriegt, über rein Fehl. Und die Feier 100 Männer sagt, no, bloß er früh, in Kenia, saß nicht. Und David sagt, nee, das schafft nicht. Welche David wie an Gott ermutigt. Und er verhält sich, er weiß, dass Gott will haben, dass er sich soll verhalten. Aber wenn wir in die Stradion ankommen, das kann wirklich ein Test sein für uns, wo wir uns abstahlen wollen. Welche einzige Mal in der Kirche, der wird Maya gejäft haben, der wird leider, sie werden Maya zu sein haben. Das schafft nichts, das dort. In der Kirche sind wir in der Familie, da schaffe ich taub. Das finden wir in der ganzen Bibel, das ist nicht, dass einer mehr reicht, als der andere. Wir haben nicht reicht. Wir haben verreicht, aber nicht reicht. Dies ist der, der wirklich ein Test sein in unserem Leben. Wo wir uns abstahlen wollen. Wo wir Dinge tun wollen. Aber wenn wir in Gott ermutigt sind, dann war uns so verhaul, dass Gott wird. Andere Freundlichkeit bewiesen. Ich weiß, die haben sich das nicht verdient. Die weiß, die auch nicht. Andere Freundlichkeit bewiesen, das Haupt, das Leben, was wir leben, scheint ja zu leben. Was wir ein Leben da reden, was wir Gott sagen zu haben. Wir sind nicht vollkommen, wir haben viele Fehler. Aber was wir nicht unsere Weide und unsere Schmerzen, unsere Eier auf andere Menschen bringen. Because das merkt uns Leben nicht besser. David hat in seinem Leben noch viele, viele Challenges gehabt, viele Herausforderungen gehabt, Lot auch noch. Aber immer war er irgendwie, er hat Böse, er ging trägt nach Gott und Gott gibt ihm Kraft. So die Schlüssel, um in Gott ermutigt zu bleiben, dass er mit Gott wandelt, seine Gebote holen und ans Leben, so anstatt dass Gott hat wollen, wieder Leben tun. Wenn wir von der drauf kommen, dann verlieren wir bloß einfach unsere Freude im Leben. Und das ist so wichtig, dass wir in Frau gleichliches Leben haben, dass wir dachen können, wenn Jesus sagt, lasst ihr Licht für die Menschen dachen, dass sie jene gute Worte seien, nicht jenen loben, weil sie dem himmlischen Vater loben dafür. Und das wird wie hier sein. War wir das tun? Ich wünsche Ihnen Gottes Segen daran. So, Herr, wir sehen. Ich möchte bloß denken haben, wir haben eine Gemeinschaftssendung von dir, beliebt hier zum Nachmittag, weil wir eine gute Zeit haben. Und ich sage, John, als ihr, im Advek fangen wir an mit der Bibelstunde frisch, so sehen wir dich hier bei der Kirche für die Bibelstunde. Aber tut sehen.
Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade dir je ward offenbar. Doch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seine Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie die Glaubenskraft mein Gott mir mitgeteilt, noch wie der Glaube an sein Wort den Seelenschmerz geheilt. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist mich Sünder überzeugt, wie Jesu mehr in mir verklärt und alle Not verschont. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie viel Freude und Leid der Herr mir zugedacht, wie er mich fühlt durch Licht und Nacht, bis eins mein Lauf vollbracht. Ja, ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf dem Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wann der Herr erscheint, heißt weder Tag noch Stund. Ob durch den Tod errufen wird, ob durch der Engel Mund. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf dem Tag, da er erscheint. Wie sendet euch Gott seine Gnade gerade? Und wie weit ihr nicht wohnt, auch ans hohle Wort, es trägt ein Dout von Zähnen, er trägt die Engel, er mühlt nicht. Und Jesus war erkannt, dass wir reit sind. Warum die Zwischenzeit und Mut, die gleich ihr Leben leben? Warum das Hauptneige für ihn? Wir beten für den Segen. Vor dem Himmel, ich danke dir für das Tag. Ich danke dir, dass du Gott bist, dass du Herr bist, dass du uns Leben geben darfst und dass du uns ein Leben voll abgeben darfst. Und ich freue dich, dass du mit jeder einem sein, dass wir das Leben geniessen, was du uns geben darfst. Halb uns zu sein, wenn du uns trübelt und glücklich sein und dir auf uns hart, dass wir wahrlich sind und Frauen glücklich das Leben zu leben. Und ich bete, dass dein Sein, dein Schutz und dein Frieden wird mit uns kommen, wenn wir von hier gehen. In Jesus' Namen. Amen.